Willkommen zu einer neuen Folge RimWorld. Weiter geht's. Dietl hat einen Wutanfall, weil er hungrig ist. Whistler ist bestimmt zur Stelle. Genau, zum Beruhigen etwas über Luftballons erzählen, dann ist das alles wieder gut, ne? Wunderbar. Hey. Läuft. Dietl hat irgendwie seine Waffe verloren. Wo liegt die denn? Da liegt sie doch. Hol dir dein Monoschwert wieder. So. Wir müssen jetzt erstmal alles reparieren hier wieder. Ein bisschen kritisch gerade, ne? Aber es erholen sich alle. Es wird wieder alles gut. Schmerzen vergehen. Und Whistler gibt sein Bestes, ja? Man sieht's ihm an. So, was ich aber machen wollte in dieser Folge, war die ersten Radleute mal zuzuteilen. Das heißt, wir starten das Rad. Und eigentlich können wir es ja beliebig vergeben, ne? Wir brauchen das Rad eigentlich diesmal gar nicht, weil es sind nur drei Leute. Una, Standard, Bobby. Und Una ist weiblich, glaube ich. Ist jetzt nicht schön. Bitte nicht als Beleidigung sehen, aber es ist der einzige weibliche Kolonist, den wir haben. Beschwerden gerne an mich. Beschwerden nehme ich an. So, dann würde ich sagen, das ist Standard. Whistler. Whistler wird Standard. So, und für die Taube nehmen wir dann den Bobby, oder? Oder? Nee, das Bobby. Kelsey Snyder's Bobby. Bobby. So, damit haben wir das zugeteilt. Das Rad ist leer. Und wenn ihr selbst mitmachen möchtet und euch aufs Rad setzen lassen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. So, weiter geht's. Standard macht das prima übrigens. Möchte ich anmerken. Kümmert sich gerade um alles hier. Fleißig. Aber so ist er halt. Die Hand des Lappen. Und Bobby putzt. Das ist auch gut. Und das ist, glaube ich, der erste Bobby, der nicht komplett nutzlos ist. Hey, das ist hervorragend. Wir haben einen nicht nutzlosen Bobby. Das macht mich ein bisschen glücklich gerade. So. Na, dann schauen wir mal. Bisschen handeln. Wir brauchen mehr Zimmer. So viel steht fest. Der Prüt, der macht sich gut, ne? Der Prüt wird auch. Und unser Lappen kann ja dann demnächst auch wieder Wärter spielen. So, die Taube braucht wieder eine Waffe. Am besten ein Repetiergewehr. Das sieht geiler aus, das Repetiergewehr, das nehmen wir. So. Una erholt sich auch. Oh, Una ist echt. Ey, aber darf man nicht vergessen, Una hat den Lappen wiederbelebt. Dementsprechend hat sie sowieso eine Sonderstellung im Reich. Und sollten wir mal durch das Reformieren unserer Ideologie weitere Ränge hinzufügen, dann kriegt Una irgendwie einen geilen Lappenrang. Ne? Ja. So. Gut. Ja, mehr können wir gerade nicht machen. Wir können eigentlich nur zuschauen. Viel erledigen können wir gerade nicht. Wir müssen hier unbedingt das machen. Wir müssen warten, bis alle wieder fit sind. Und dann kann es wieder weitergehen. Ich sehe gerade, Una hat kein Bett mehr. Da müssen wir was machen.
machen wir es so. Ah, die muss dringend. Du musst Eichen ernten. Ernte die Eichen, Una. Es ist so schön, das Foto. Aber für Bobby könnten wir eigentlich auch mal, ne? So. Machen wir auch mal. Und für die Taube. Und für Standard. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein freies Bett, ne? Das ist gut. Hat der Standard gebaut. Oh. Das muss versetzt werden. Und hier können wir jetzt abreißen. So, der Lappen ist auch wieder fit. Jawohl. Mittlerweile hat er auch noch eine Schussnarbe. Aber die kriegen wir weg. Irgendwann. Eines Tages. Und das Schöne ist, der Lappen kann auch landwirtschaftlich tätig werden. Das heißt, da läuft auch wieder was. Bobby hat eine kaputte Nase, kann das sein? Oh, Bobby hat auch ein Bild jetzt. Bobby sieht richtig cool aus. Standard hat noch kein Bild. Die Taube. Oh. Taube sieht ganz wild aus. Titel geben wir auch noch. So. Gut. Gut. Wie der Bayer sagt. So. Dann tragen wir mal hier so die Sachen weg. Die Taube erholt sich auch wieder. Die wird auch bald wieder fit sein. Bobby kriegt eine Waffe. Bewaffne dich mal mit dem Teil hier und leg das mal bitte ab. Das Holz wird woanders benötigt. Ah, geht voran wieder. So, wir haben uns erholt. Jetzt machen wir noch die Felder und dann geht's hoffentlich mit dem Holz ein bisschen weiter. Standard kümmert sich. Schritt für Schritt, ne? Er nimmt es sofort zum Auffüllen her. Es dauert jetzt. Gut, das ist jetzt halt so. Es dauert jetzt ein klein wenig, bis wir genug Holz wieder haben. Jawohl. Dietl macht das. Weg damit. Dann können wir hier nämlich auch wieder das Zimmer aufbauen. Das kann eigentlich auch weg. Standard, stopp mal. Kannst du nicht einmal weglaufen jetzt hier? Hör mal auf. Weg. Der Prüt kommt ohne klar. So, der Schlafsaal ist eh voll. Dann hauen wir Una hier mal rein. Oh Gott, Taube. Was machst du da? Koch doch ein bisschen was. Nein. Gedulde dich, Lappen. Er ist nackig. Oh, und der schaut da sehr... Jetzt schaut er gerade sehr traurig aus. Der arme Mann. Nein. Die Taube kocht euch was Leckeres. Schaut mal. Da. Futter ist wieder da. Taube ist auch wieder fit jetzt. Kann wieder den ganzen Tag kochen. Mauer ist fast fertig.
Was fehlt, ist Holz. Aber das holt uns die Una, glaube ich, demnächst. Oder vielleicht auch der Lappen. Oder der Dietl. Irgendwer. Irgendwer macht das. Bobby kümmert sich um Steinchen. Das finde ich gut. Dann lass uns doch gar nicht erst hier großartig mit Holz herumhantieren. Machen wir doch gleich. Zack, zack, zack. So. Wunderbar. Dann machen wir hier noch ein neues Zimmerchen her. Zack. Und dann machen wir hier den Lachs erstmal zu. Mit einer Tür natürlich. So. Das hier kommt weg. Da müssen wir dann noch Böden einziehen. Aber das passt schon. Es wird gebaut jetzt. Jetzt machen wir hier die Großprojekte nehmen wir jetzt in Angriff. Oh, Standard hat eine Kommode meisterlich hergestellt. Das ist geil. Sehr geil. Sogar. Was macht er hier? Er ist wieder am Austicken. Okay. Geh bauen! Uns geht auch das Essen aus. Das ist auch nicht so geil. Aber da können wir jagen gehen. Da gehen wir einfach eine Runde jagen. Die zwei weiblichen Esel, denen tut's nicht weh. Hier ein Alpaka, hier ein Hirsch. Abflug. Das eine Tier ist uns, glaube ich, entlaufen, ja. Wow! One-Shot-Standard! Blattschuss! Wobei wir... Die Maispflanzen hier, die sind fast durch, ne? Die können wir futtern. Und bis dahin haben wir noch genügend. Ja, haben wir ein bisschen mehr Fleisch in der Bude. Das ist nice. Jawohl, Una sammelt ein bisschen Zeug ein. Sehr gut. Und dann wird sich hier wieder um die Pflanzen gekümmert. Wunderbar. Ja, wir haben keine Medizin mehr. Die kommt wieder. Ich meine, wir können hier so ein bisschen Medizin ernten. Das geht immer. Auch noch ein bisschen was, ne? Stopp mal, Bobby. Trag die mal weg hier. Leichen sind ekelhaft. Weg damit. Gut gemacht. Oh ja, der Prütt wird auch bald zu uns kommen. Ja, die Taube rastet wieder aus. Ich glaube, ich muss das Spiel gleich mal neu starten. Der hat auch die ganze Kräutermedizin. Ich glaube, jetzt hat er sich aber beruhigt. Ja, jetzt hat er sich beruhigt. Okay, alles gut. Kann weitergehen. Kommando zurück.
So, jetzt holen wir erstmal richtig viel Holz ran. Und dann holen wir uns den Brüt. Jawohl. Der Brüt kann auch nicht kochen, aber ist ein Handwerker. Und wieder mal ein theoretischer Forscher. Wobei ich mir gerade überlege, lass doch den mal nur zum Forschen abstellen. Ist nicht unbedingt sein Ding. Forschen und Feldarbeit. Waffe geben wir ihm auch. Kann er schießen? Ja, ein bisschen. So, jetzt aber, oder? Also jetzt aber wirklich. Anima-Baum-Verbindung können wir machen. Für die Taube. Die Taube wird jetzt ein Psycaster. Let's go! Let's go! Hamena, Hamena, Hamena. Oh, 5 Kolonisten. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bleibt aber keiner mehr übrig. Das kann ich nicht machen. Für 27 Tage, das kann ich nicht machen. Es tut mir leid. Liebes Reich, das geht nicht. Dauert heute ein bisschen länger, die Anima-Baum-Verbindung. Dietl ist scheinbar auch ein Anima-Prinz. Oh ja. Tatsache. Wow, wie sieht der denn aus? Dietl sieht ja mega aus. So, machen wir hier Dietl und hier die Taube. So, und die Taube ist jetzt auch endlich Psycaster. Jetzt haben wir nur noch Psycaster hier. Das ist ja ein Traum. Hier, Sprecher der Wildnis. Ne, es sind nicht alle, glaube ich, Psycaster. Ich glaube, Bobby ist keiner. Ne. Und der Brüt ist auch keiner. Brüt. Ich mag den Namen, Brüt. Und jetzt sorgen wir dafür, dass jeder ein Zimmerchen bekommt. Was sagt Una eigentlich zu ihrem Zimmer? Das findet sie okay, ne? Ja, guter Schlafraum, sagt sie, das passt. Ist nicht traurig über das kleine Zimmer. Machen wir hier auch nochmal einen. Das Krankenhaus, da überlegen wir uns was anderes. Ach so, die Heizung können wir eigentlich ausmachen. Die wäre sogar ready abgebaut zu werden, weil wir nutzen ja eh diese Temperature Control Units. Die sind besser. Aber, wie gesagt. So, Zimmer fertig. Wunderbar. Ich nehme jetzt mal Standard. Der ist so fleißig, aber der soll nicht mehr laden. Zumindest. Der soll sich voll und ganz aufs Bauen konzentrieren. Jawohl. Möchtest du da vielleicht auch noch... der sieht auch toll aus. Die sehen alle toll aus. Also, das hat sich verbessert, das AI-Ding, ne? Ich meine, er hat Zigarren als Bart, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Dietl sieht mega aus. Bobby sieht cool aus. Brüt kriegt auch noch, natürlich. Taube sieht ganz cool aus. Am besten für dich sieht immer noch er aus. Aber, bei Una, aber da können wir nicht auf Refresh klicken. Komisch. Schade. Ich hätte gerne ein neues Bild für Una. Nicht, dass ich hier noch Abonnenten verliere. Das wäre schrecklich. So. Dann machen wir jetzt hier noch Fliesen rein. Und das sind, glaube ich, was sind das denn? Schieferplatten sind das. Ja, gut.
Machen wir halt Schieferplatten rein. Geht auch. Schiefer haben wir sogar noch irgendwo, glaube ich, herumliegen. Wurde einfach nie abgeholt. Aber die Mauer, ja, die sieht eigentlich auch ganz gut aus mittlerweile, ne? Wenn wir jetzt hier noch das hier machen und dann hier unten noch ein bisschen und dann ist das Ding durch. Sehr geil. Sehr geil! Leute! Es werden Fallen gebaut. Es werden Dinge hergestellt. Ah, Bobby ist eine Nachteule. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das muss natürlich geändert werden. 8 bis 16. Okay. Wurde geändert. Verständlich. Verständlich, dass Bobby da ein bisschen sauer ist gerade. Ist okay. Die Taube müssen wir wieder rausnehmen aus Werther. Ja. Passt. So, jetzt schauen wir hier mal. Psycho-Unterdrücker gegen Bezahlung. Nee. Gerade nicht. Uns geht's gerade echt gut. Beziehungsweise wir befinden uns jetzt gerade mal so schön im Aufbau. Da will ich jetzt nicht... Da will ich jetzt nichts riskieren. Bis hier nicht alles fertig ist. Und sobald das alles durch ist, dann kümmern wir uns um Quests und Co. So, das ist jetzt erstmal Dietls Zimmer. Den schicken wir da rein. Die zwei Betten hier bauen wir ab. Dann haben wir jetzt für Prüt ein eigenes Zimmerchen. Machen wir auch noch aus Marmor, aber ein bisschen kleiner. Dann natürlich... Damit wir hier wieder einen Teppich hinbauen können. Und das Lappensche Anwesen, ich sag's euch. Das wird gut. Aber wir müssen... Ich sehe schon, wir müssen... Nee. Pass auf. Wir ernten einfach ein bisschen was. Von dem fast fertigen Mais. Schicken wir Una gleich mal hin. Auch wenn sie... Die ist fast erholt, ne? Das passt schon. So. Dann gibt's bald wieder was zu essen. Das sind gute Ernten. So, Taube kochen. Jawohl. Jawohl. Es kommt wieder ein bisschen Essen rein. Bobby futtert trotzdem irgendeinen Mist. Warum macht er das? Warum? Ach, Bobby. Sehr gut. Hier muss noch eine Tür rein. Das reicht uns natürlich noch lange nicht. Diese Mauer. Außerdem ist sie noch gar nicht fertig, aber
Das wird schon. Ja, der Kleiderschrank wird irgendwie auch nicht so wirklich genutzt, ne? Aber gut. Machen wir nochmal 5 T-Shirts. Ups, nee, kein Sklavenkörpergurt. Für Bobby oder so. Nee, 5 Hosen stattdessen. Und wir können auch anfangen, hier bei den Outfits, Outfit auswählen, das alles Outfit, dass die nur 50 nichts verunreinigtes. Genau. Passt. Sehr schön. Sehr schön. Die Fallen kommen rein. Das Leben wird ein besseres. Aber das ist das Ende dieser Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.